Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekiste.de. Vor kurzem bin ich Auto gefahren und mein Sohn hat gefragt, wie das denn mit dem Getriebe funktioniert, dass es schneller und langsamer fährt. Und dann habe ich mir gedacht, hey komm, nehme ich den Laser, mach so verschiedene Zahnräder und leim die einfach auf ein 5 mm Holz und dann kann man das drehen. Und dann haben wir so Pfeile drauf gemacht und hier diese schwarzen Striche hingemacht, mit Edding drauf gemalt. Und jetzt kann man Folgendes tun. Wir haben eine Tabelle gemacht und haben gesagt, wie oft dreht sich denn das andere Zahnrad, wenn ich an diesem einen Zahnrad hier jetzt drehe. Und dann sieht man schon sehr schön, warum die schneller und langsamer laufen, weil das Kleine in der Zeit natürlich wesentlich öfter sich drehen muss, weil es weniger Zähne sind, während sich das Große hier natürlich nicht so oft dreht. Also damit konnten wir schon mal klären, wie es dazu kommt mit schnell und langsam. Und dann haben wir noch angeschaut, in welche Richtung dreht sich denn ein Zahnrad. Also die drei Zahnräder, die an diesem großen einen Zahnrad hier dran sind, an dem ich immer drehe, die drehen sich immer zu dem Zahnrad hin. Und das andere Zahnrad, wo noch eins dazwischen ist, das dreht sich immer gleich. Also dreht sich jetzt links rum, dreht sich links rum. Dreht sich rechts rum und rechts rum. Und so haben wir eben versucht, anhand dieses kleinen Aufbaus hier versucht, ja, so ein bisschen zu entdecken, wie ein Getriebe denn funktioniert, was das ausmacht, und haben eben dann gezählt und so ein bisschen entdeckt, was macht ein großes Zahnrad. Denn man sieht auch sehr schön, das große Rad, wenn ich an dem mal drehe, dann sieht man sehr schön, wie sich das kleine Zahnrad ganz schnell dreht und das große eben langsam. Ja, und so haben wir das einfach ein bisschen entdeckt und gemacht. Erstellt habe ich das Ganze mit Affinity Designer, wobei ich die Zahnräder einzeln nicht selber erstellt habe. Die habe ich von Gear Designer. Da habe ich mir einfach ein paar Zahnräder ausgedacht, habe gesagt, wie groß ich mir das ungefähr vorstelle. Und dann kann man da über die Eingabe von diesen Feldern hier, macht er die Zahnräder dann schon mal selber. Die passen wunderbar ineinander, da muss man eigentlich nicht viel Mühe drauf verwenden. Das Einzige, was ich gemacht habe, sind diese kleinen Pfeile hier, wobei ich mir auch die über die Autoform dann erstellt habe. Das heißt, wenn ihr einen Laser daheim habt oder auch eine Laubsäge, wer ganz hoch motiviert ist, der kann über diesen Gear Designer und mit Affinity ohne großen Aufwand sich so ein cooles Spiel selber machen.